ab, Jungs und Mädels da draußen, willkommen zu einem neuen Trainingsvideo von mir und Meti ist auch wieder am Start. Was geht? Heute der dritte Tag, heute das Thema Antritt, Explosiv, Geschwindigkeit und ja, das in Verbindung mit Torabschluss. Viele von euch haben die Kommentare geschrieben, warum immer Torabschluss? Ich sage euch ehrlich, mein Manko ist einfach der Torabschluss, deshalb habe ich in der Saison auch gerade mal 3 Tore als Offensivspieler. Ist nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut, ne? Geht besser, deshalb trainieren wir das Ganze. Und wenn Meti dabei ist, versuche ich das Ganze ein bisschen zu kombinieren. Und ja, ich werde gleich ein paar Übungen vormachen, das Ganze dann mit einem Torabschluss verbinden. Seht ihr gleich, wie das Ganze abläuft. Lasst gerne ein Like, ein kostenloses Abo da. Checkt Meti ab. Würde ich sagen, let's go. Let's go. So, ich erkläre euch kurz die erste Übung. Meti baut hinten noch in der Zeit die Kamera auf. Ihr seht jetzt hier vor uns, habe ich ja Hütchen und Stangen aufgestellt. Wir werden das Ganze so jetzt machen, oder ich werde das Ganze so jetzt machen, dass ich da mit ja, Einbeinsprüngen drüber springe, mit Zweibeinsprüngen, also dass ich quasi schön in die Kniebeuge gehe und dann schön explosiv hochkomme, dann kurz halten und dann geht's weiter. Und wenn ich rauskomme, quasi aus dem letzten Hütchen da hinten mit der Stange, dann kommt der Torabschluss. Die Bälle werden wieder auf der Linie liegen, dass ich dann direkt explosiv rauskomme und direkt versuche, mit relativ kurzen Schritten und schnellen Schritten den Antritt hinzubekommen und dann bap, direkt aufs Tor. Genau, das ist die erste Übung. Wie gesagt, Variation werde ich mit einbringen, mit dem linken Fuß nur rüber, mit dem rechten Fuß nur rüber. Schön von unten, nimmt die Arme auch mit, damit ihr schön hochspringt und vor allem so eine explosiv ja, Kraft aus dem Bein rausholt. Genau, das ist die erste Übung. Konzentrier dich, komm! So, kurzes Fazit zur ersten Runde, war nicht so gut, ich muss sagen, das geht schon direkt in die Beine rein, aber vielleicht habt ihr es selber gesehen, dass ich koordinativ die Hände bei der Übung selber gar nicht quasi mit, also mitgenommen habe, ich habe gar keinen Schwung geholt, teilweise hatte ich die Hände einfach hier oben, deshalb, ich war da vom Kopf her, ich wollte dann wieder zu schnell alles machen, deshalb da ruhig halten und dann wieder hochkommen mit Schwung, das muss ich jetzt auch auf jeden Fall beachten und ja, wechsle die Übungen jetzt auch öfters machen, weil wenn ich jetzt mit dem linken Fuß dann nur drüber gehe und damit links schieße, das merke ich direkt. Deshalb zweite Runde.
besser! Weiter! Oh Mann, Junge! Bist du ran? Kurze Übung für zwischendurch, erkläre ich euch, macht ihr ruhig 6x 15 Sekunden, mehr braucht ihr gar nicht, das reicht. Achtet darauf, dass ihr am Ende, wenn ihr rauskommt, auf dem Fuß steht, kurz halten, also nicht wackeln und direkt weiter, sondern einen festen Stand habt, mit beiden Füßen links, rechts, bab halten und dann die kleinen Zwischenschritte. Weiter geht's. So, zweite Übung erkläre ich euch ganz kurz. Wir haben hier links und rechts jeweils ein Hütchen stehen. Da fange ich halt an, Ausgangsposition, Kniebeuge und dann mit den Armen Schwung holen und so weit nach vorne springen, wie es geht. Explosiv rauskommen und danach kommt es darauf an, nicht erstmal wieder so quasi landen und dann in Antritt kommen, sondern aus der Landung heraus direkt in den Sprint rein. Also quasi kurz landen und dann bapp, geht's direkt los. Direkt schnelle Schritte, gut Yannick, schnelle Schritte auf das andere Hütchen zu, dann direkt umdrehen und dann kommt vom Meti, vom Torwart, ein Druckpass. Ich nehme den mit, von der Seite dann quasi mit rechts, je nachdem. Kurz vorlegen, linker Fußabschluss, dasselbe auf der anderen Seite. Da machen wir dann wieder die ganzen Bälle weg und dann holen wir die Bälle und dann geht's weiter. Let's go. Durch.
Felix, ey! Mann! Fazit zur zweiten Übung. Erste Runde, totaler Ausfall. Also ihr habt es gesehen, die Abschlüsse, also generell auch eben die erste Übung, die Abschlüsse sind heute, alle kommentieren auf Instagram, guter Abschluss oder auch hier drunter. Alter, wirklich so wie ich gerade trainiere, denke ich auch. Ne, wirklich, ich habe da keine Worte für, aber egal, weiter geht's. Ihr habt gemerkt, ich bin gar nicht so weit gesprungen aus dem Stand heraus. Da merkt man, dass ich da auch echt noch ein Defizit habe irgendwie. Also ich komme aus dem Stand in der Kniebeuge echt nicht weit. Danach dieser kurze Sprint, direkt umdrehen und dann nochmal Kraft in den Abschluss zu legen, das war gerade echt viel für mich, wirklich. Ich habe euch aber auch gesagt, dass ich alles hochladen werde, auch wenn es scheiße läuft. Heute ist, glaube ich, ein Tag. Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ey, kein Bock, das hochzuladen oder so. Aber ich habe gesagt, ich ziehe es durch, damit ihr einfach seht, wie ich ein paar Wochen drauf bin. Deshalb geht es jetzt weiter. Ich werde die Übung eventuell ein bisschen variieren. Vielleicht kommt auch noch vom Meti Abwurf oder so, wird dann noch was schwieriger. Aber da muss ich mich jetzt konzentrieren, wirklich. Auch bei der Annahme, ey. Ich denke mir gerade echt, ich bin der größte Anti, wirklich. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen variieren. Nicht mehr aus dem Stand, sondern vielleicht ein bisschen was anderes einbauen, aber ihr seht das jetzt gleich. Let's go. Come on, eh?
den Ball ja nicht. Wirklich. So schlechte Abschlüsse. Zweite Runde war am Anfang okay, aber ich habe selber immer noch, oder ihr habt es auch gesehen, meine Ball-An- und Mitnahme, ey. Das ist, ich kann darüber nur lachen, ey, wirklich, weil ich weiß, dass ich es besser kann und ich fuck da gerade wirklich unnormal ab, wirklich. Und dann noch die Abschlüsse, die gehen 30 Meter übers Tor, ich weiß noch, die letzten zwei Einheiten waren jetzt auch nicht überragende Abschlüsse, aber die sind meistens aufs Tor gegangen, auch mit dem linken Fuß, ich habe gar keine Kraft da drin. Ja, Mann, ist noch eine Übung. Ich bin jetzt schon am Arsch, wirklich. So, Jungs und Mädels, letzte Übung für heute. Ich bin wirklich echt schon am Arsch, weil das schon echt auf die Beine geht. Ne? Das soll es ja auch. Und ja, die letzte Übung geht folgendermaßen. Ich werde hier in dem Bereich starten, quasi auf den Knien, auf dem Schienbein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Von hier raus explosiv nach oben kommen auf die Füße. Bam, das ist die Übung. Rein, das ist die Übung. Dann geht es aber weiter, weil ich das Ganze immer in Verbindung mit dem Torabschluss jetzt bringe. Kommt vom Meti ein Flugball. Ja, präzise irgendwo hier in die Richtung. Ich muss ihn verarbeiten. Gehe dann auf die Hütchen, die ihr da vielleicht seht. Da kommt noch eins daneben gleich, damit das ein bisschen breiter ist. Macht da eine Finte, einen Übersteiger vor, rechts, links, egal in welche Richtung, und sucht den Abschluss. Und das ist sozusagen die Übung. Mache ich jetzt wieder 7 Mal. Mal gucken, wie oft 2, 3 durchgehen, je nachdem, wie krass anstrengend das ist. Und genau, die reine Übung ist aber hier vom Schienbein hochzukommen. Das ist die Übung. Mit den Händen hoch. Und das geht schön auf die Beine. Genau, Freunde. Ich würde sagen, let's go. Ich ging außerhalb der Kamera, ey. Komm mal. Also heute die Abschlüsse sind echt nicht gut. Ich hab mir den mit dem linken vorgelegt. Komm, 3 machen wir noch. Ball mit dem linken Fuß noch vorgelegt eigentlich. Aber das ist Konzentration. Heute ist nichts. Come on. Gut, gut, komm, 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 komm rein, komm rein. Guter Abschluss.
Der war nicht mal so fest, aber ja, perfekt, präzise. Ja, ist echt so. Einfach in die Ecke. Komm, zwei noch. Konzentrier dich! Oh, das ist einfach, Mann! Einfach hochfahren! Komm, letzter! Erste Runde vorbei. Von den Abschlüssen her ein Ticken besser geworden, aber wirklich nur ein Ticken. Die sind trotzdem noch nicht gut. Der eine war okay, also was heißt okay, der eine war schon echt gut. Der andere, der so, wo der Mädchen meinte, einfach präzise in die Ecke, wo der gegen Pfosten reingeht. Der war noch nicht mal richtig mit Druck, aber das reicht schon. Jetzt versuche ich auch noch mal ein Ticken mit links was zu machen. Habe ich jetzt fast gar nicht. Und genau, zweite Runde, let's go. So auch nicht echt, sind echt nicht gut. Ich habe gerade immer eine Sache dabei, die nicht funktioniert. Annahme war gut, Finte war eigentlich auch gut. Aber dann der Abschluss nicht. Das ist auch gerade echt der Wind. Ja, der Wind, wirklich, der Wind kommt von da gerade. Sowas reicht schon. Keep auf den falschen Fuß erwischt. Der Schuss war ja noch nicht mal hart, der war nur präzise. Also wirklich, heute, ich bin komplett neben der Spur, ich verschätze mich voll. Wieder vor, Mann!
Leg ich mir den wieder vor, Mann. Letzter, komm. Pass auf Friede, schlechter. Ah! Letzter Ball. Konzentrier dich, Janik. Letzter Ball. So kann ich dich aufhören. Janik, ey. Mann. So, Jungs und Mädels, das war die dritte Trainingseinheit heute. Ich muss wirklich sagen, von den Trainingseinheiten, die wir bis jetzt gemacht haben, war es wirklich die schlechteste. Kannst du auch bestimmt bestätigen. Ja, aber ja, gehört dazu. Es gehört dazu. Ich habe es ja gesagt, ich habe es eben auch mal zwischendurch gesagt. Ich werde es trotzdem hochladen, weil ich könnte jetzt auch einfach sagen, nee, sieht nicht gut aus, lade ich nicht hoch. Aber ihr seht jetzt einfach mal, dass auch ich scheiße sein kann. Wirklich, ist einfach so. Ich wusste gar nicht, dass eine andere Alternative ist. Ja, das Ding, ich wollte euch noch kurz eine Sache sagen. Die Übungen, die ich heute gemacht habe, die habe ich auch von YouTube, die habe ich aus Videos gesehen. Die macht man eigentlich ohne Torabschluss. Also das waren Übungen, ich habe die immer jetzt in Verbindung mit Torabschluss gemacht. Ne? Also denkt dran, wenn ihr die macht, macht die auch ruhig ohne den Torabschluss, weil das ist nochmal ein Ticken, also wirklich nochmal ein Ticken schwieriger. Allein die erste Übung, wenn man da quasi rauskommt, richtig gutes Beintraining dabei macht und dann noch einen guten Abschluss hinzubekommen, ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist keine Ausrede. Probiert es selber mal. Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mütti war ja eigentlich ganz gut. Ja, ein paar hatte nicht Sachen. Viel zu tun. Ja, ein paar Mal bin ich dann auch zu leichtfertig nicht hingegangen. Ja. Und das fuckt dann einen auch ab. Aber man lernt auch daraus. Auch der eine Ball. Welcher war das? Ja, du bist durchgestreckt. Also ja, ich hätte abspringen können, hätte übergreifen. Ich war so dran. Ich dachte, ich komme da locker dran. Nach längst so drüber. Ja. Ich hätte halt auch auf Show machen können und hätte, also was heißt auf Show? Ich hätte einfach abspringen müssen, dann hätte es halt nach Show ausgesehen, aber ich hätte den Ball locker halten können. Ich habe den halt dann so ein bisschen so Larifari hingenommen, das war halt nicht passend. Das gehört aber auch dazu und wenn man das dann sieht, dann weiß man halt, ey, beim nächsten Mal muss man noch einen Schippen mehr drauflegen und das noch ernster nehmen, als wir sowieso tun, weil sonst wird das nichts. Genau, wie gesagt, es ist ja auch erst die dritte Einheit, Freunde, es ist die dritte Trainingseinheit von... Ich weiß nicht, es sind jetzt auf jeden Fall noch, ich glaube, anderthalb Monate, bis meine Vorbereitung anfängt. Das heißt, ich habe noch genügend Zeit, das Ganze jetzt hier noch auszubauen. Meine Fehler auch bei dem Ball an- und Mitnahmen, die auch nicht gut waren heute. Und ja, wir nehmen euch mit. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein kostenloses Abo da. Checkt Meti ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.